Hallo liebe App-Gefahrenleser, wir möchten euch einen kleinen Eindruck in die App Blurify geben und euch einfach mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist relativ simpel, habt ihr gerade im Text wahrscheinlich schon gelesen. Und hier unten kann man das Menü öffnen, einmal mit Öffnen, Speichern und Teilen. Das spricht quasi für sich. Über Öffnen können wir uns ein eigenes Bild aus der Fotobibliothek öffnen oder auch eins mit der Kamera knipsen. Über Speichern können wir das aktuell bearbeitete Bild speichern und überteilen. Wenn man hier draufklickt, dann bekommt man hier die Option, das zum Beispiel per E-Mail oder aber auch auf Twitter oder Facebook zu teilen. Ich habe jetzt einfach mal hier schon ein Bild geöffnet. Das ist, glaube ich, sogar ein Zufallsbild. Und über die verschiedenen Schieberegler hier können wir dann einmal wirklich den Blur-Effekt an sich einstellen. Wie ihr seht, wenn ich das mal ganz zurück setze, haben wir hier so ein farbiges Bild mit ein paar Schuhen und kann jetzt hier zum Beispiel diesen Blur-Effekt setzen. Es kommt halt darauf an, wie verwaschen das werden soll. Desto weiter schiebe ich das hier nach vorne. Wenn wir einmal draufklicken, dann wird das Ganze zurückgesetzt. Wir gucken einfach mal, schieben das hier einfach mal ein bisschen rum. Dann kann man hier noch auch an der Sättigung, an der Helligkeit schrauben und kann das dann halt so einstellen, wie man das möchte. Man muss hier einfach mal ein bisschen ausprobieren, was einem da im Endeffekt gefällt. Ob es dann vielleicht doch ein bisschen heller sein soll oder doch noch ein bisschen mehr der Blur-Effekt da sein soll. Oder vielleicht auch so, dass man vielleicht noch ungefähr erkennen kann, was sich hier im Hintergrund befindet. Wobei hier die rote Farbe jetzt nicht ganz so schön dazu passt. Was auch möglich ist, wenn wir dann zum Beispiel das iPhone einfach mal schütteln, dann wird da nämlich einfach ein Zufalls- oder eine Zufallseinstellung getroffen. Und die kann man dann jetzt so zum Beispiel übernehmen, wenn ich jetzt noch Beispiel sage speichern, dann wird das Display hier einmal kurz hell. Das bedeutet, dass man quasi einen Screenshot angefertigt hat, der sich jetzt in der Fotobibliothek befindet und den man da jetzt auswählen kann und das Ganze als iOS-Hintergrund für den Speer oder für den Homebildschirm festlegen kann. Das Ganze kostet 89 Cent, ist wirklich, wie gesagt, super simpel und einfach. Eigentlich weiß man nur selbst, welches Bild man bearbeitet hat. Das ist ganz nett und für 89 Cent auf jeden Fall einen Blick wert.